In welcher Welt es die Global AG nicht mehr gäbe? In der Welt, in der es keine Kartelle, Terrorvereinigungen und Gangsterstaaten mehr gibt. Im Verteidigungssektor so gut wie alles, im zivilen Bereich vieles. Mir fällt jetzt aktuell im Grunde kein Bereich aus dem Verteidigungssektor ein, den wir nicht hinbekommen. Unser Spektrum deckt alles im Bereich Verteidigung und Sicherheit ab. Bread and Butter ist bei uns Heavy Industries, das heißt Panzerfahrzeuge, Fernlenkraketen, Drohnen, Beobachtungssysteme, sowas. Wohnmodule militärischer und ziviler Applikationen. Außerdem bieten wir Fortbildungen im Bereich der staatlichen und der privaten Sicherheit an, Polizei, Militär und wiederum privat. Im zivilen Bereich gucken wir, dass wir Nischenmärkte und Krisenmärkte versorgen, soweit es geht. Zum Beispiel Immobilienmärkte mit neuen technischen Lösungen versorgen, die teilweise selbst aus dem militärischen Bereich stammen, dann zivilisiert werden und für den Immobilienmarkt angepasst werden. Im Verteidigungssektor, im Sicherheitssektor gibt es keine Aufgabenstellung, die wir nicht wahrnehmen können. Also oftmals arbeiten wir mit westlichen Institutionen zusammen, aufgrund dessen, dass sich die Frage nach Richtigkeit, nach Moral, nach Gesetzmäßigkeit hier kaum stellt. Bei privaten Kunden muss man halt immer gucken, was sind das für Unternehmen, welche Unternehmen sind, mit wem arbeiten sie zusammen. Kommen wir hier nicht in Konflikt, in Interessenskonflikte rein, in moralische Konflikte, vielleicht sogar, ja, wenn man sich Privatkunden nimmt, ob die juristisch einwandfrei unterwegs sind. Also wenn ich eine Hierarchie bilden müsste, sind natürlich staatliche Instanzen, sind die favorisierten Kunden, dann Unternehmen, dann Privatpersonen, weil einfach die Zusammenarbeit entsprechend immer einfacher und einfacher wird. Oftmals sind es Ausbildungsdienstleistungen, die wir machen, oftmals sind es Beratungsdienstleistungen, da geht es um Modernisierung von Streitkräften oder der Polizei. Da geht es darum, dass man gerne sich Allianzen anschließen möchte und mit diesen Allianzen dann unitar sein möchte. Zum Beispiel, wir sind ja hier gerade in der Ukraine. Und auch in der Ukraine haben wir das Problem lange Zeit gehabt, dass die Ukraine gerne dem Westen beitreten wollen würde, der westlichen Familie. Allerdings aufgrund dessen, dass die Ukraine halt noch sehr östlich eingestellt war und der Übergang relativ schwer fiel und zu der Zeit, als diese Anfragen kamen, der Westen noch keine großartigen Hilfestellungen geleistet hat, sie versucht haben, den Prozess dadurch zu beschleunigen, dass sie an private Dienstleister herangetreten sind wie uns, die dann die lokalen Sicherheitskräfte fortbilden, die auch ein Stück weit eine Modernisierung des Verteidigungsapparats, eine Modernisierung der Polizei, eine Modernisierung des juristischen Systems in Gange bringen, in Form von Beratung, in Form von Ausbildung, in Form von Hilfestellungen. Also wenn es eine Behörde ist aus den Five Eyes Staaten oder aus Europa, dann ist es immer so, dass da die Arbeit relativ einfach ist. Wir setzen uns ran, wir gucken, was das Problem ist, wo liegen die Probleme, wo liegen die Schwergebiete und gucken, dass wir eine Hierarchie der Aufgaben aufstellen, also ein Plan of Action, Concept of Operations, wie man es auch immer nennen mag, und diesen dann detailliert abarbeiten. Natürlich wird dann unterschieden zwischen primären und sekundären Aufgabenstellungen. Die am schwerwiegendsten sind, sind primär und ich sage immer, das Ästhetische ist dann immer sekundär, das kommt dann zum Schluss. Wenn es eine Behörde ist, die nicht aus den Five Eyes Staaten oder Europa kommt, dann gucken wir natürlich, inwiefern, was ist das für eine Behörde, was ist das für ein Land, inwiefern ist das Ganze für uns relevant, inwiefern ist das Ganze für uns auch vertretbar und wer genau ist herangetreten. Da wird immer geguckt, wir möchten da nicht zwischen irgendwelche innerpolitischen Kleinkriege kommen, sondern wir gucken, dass die Behörde legitim ist, dass derjenige innerhalb der Behörde, der an uns herangetreten ist, auch legitim ist, dass der also die Befugnisse hat, den Auftrag bekommen hat, an uns heranzutreten. Als allererst erstellen wir eine Analyse. Das heißt, wir gucken, wo liegen die Fehler, was muss gemacht werden, um das Ganze auf ein modernes Niveau zu heben. Die Behörde, die Polizei, den Militärapparat, die Gerichtsbarkeit, je nachdem, was denn genau der Fall ist, holen uns dann das entsprechende Personal entweder intern oder extern heran. Und dieses entsprechende Personal nach der Fallanalyse macht dann den Plan of Action und arbeitet den ab. Global AG ist 2011 aus der Fusion von Elite Limited und Katurik Security and Communication entstanden. Das heißt, wir sind aktuell, also wir haben Anfang dieses Jahres unser 10-Jahres-Jubiläum. Ich bin jetzt bei Global seit 2011 dabei, war Sergeant Security Operator in der Ukraine von November 2014 bis ungefähr Februar 2017 und bin dann Head of Office geworden, das heißt, ich bin vom Operative ins Administrative Department gewechselt.
Grundsätzlich sind wir eine relativ junge Firma und sind stetig am Wachsen. Das heißt, wir brauchen immer Personal, weil die Auftragslage immer größer ist als unser Personalaufkommen. Wir arbeiten viel mit Externern, die wir uns dazu holen, selber fortbilden und dann beauftragen. Allerdings lieber mit Internern, weil man dann nochmal eine höhere Stufe der Kontrolle über die ganze Situation hat. Wenn sich jetzt jemand bewirbt bei der Global AG, ist es natürlich so, dass man guckt, was hat derjenige für einen Hintergrund. Es muss kein polizeilich-militärischer Hintergrund sein, es können auch Zivilisten sein. Aus einem ganz einfachen Grund, dass das Einzige, meiner Erfahrung nach, was jetzt einen ehemaligen Polizisten oder einen ehemaligen Soldaten von einem hochmotivierten Zivilisten unterscheidet, ist, dass der Polizist und der Soldat in der Kommandokette sich schnell einfindet und klarkommt. Er versteht den Sinn hinter Befehl und Gehorsam, kann sich in der Befehlskette relativ schnell einfinden und Zivilisten muss man sowas erstmal erklären. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ehemalige Polizisten, auch aus Spezialverwendungen, auch ehemalige Veteranen teilweise zu wünschen übrig lassen, was ihr können und was das Fachwissen in unseren spezifischen Fachbereichen, die uns interessieren, angeht. Entsprechend kann man hier nicht sagen, dass hier eine solide, großartige Basis ist, auf der man aufbauen kann, sondern es muss trotzdem oftmals noch signifikant nachgeschult werden. Auf der anderen Seite haben wir allerdings hochmotivierte Zivilisten gehabt, die sich hier fortbilden lassen haben, die ein hohes Maß an Eigeninitiative, ein hohes Maß auch an vorherigem Basiswissen mitbringen und auch teilweise ein grundlegendes Wissen in den spezifischen Fachbereichen haben, die uns interessieren. Das heißt, der Hintergrund ist für uns eher zweitrangig. Aufgrund dessen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass Veteranen und Polizisten teilweise viel Nacharbeit benötigen, Zivilisten hier teilweise reinkommen und wie Naturtalente dastehen. Wenn das polizeiliche Führungszeugnis weitestgehend sauber ist, wenn eine Reife der Person ersichtlich ist im persönlichen Gespräch, wenn eine Zuverlässigkeit unsererseits attestiert wird, dann ist es überhaupt kein Problem, uns beizutreten. Man sucht sich den entsprechenden Fachbereich aus, in welchen man einsteigen möchte. Je nachdem, welchen Hintergrund derjenige hat, gibt es verschiedene Bereiche, in die man zuerst einsteigen müsste, um dann, wenn man in die High-Risk-Sparte rein möchte, um dann zwischenzuwechseln. Als Quereinsteiger, sagen wir mal, ohne Vorerfahrung direkt in die High-Risk wäre schwierig. Allerdings gibt es verschiedene Brücken, die man baut, um erstmal in kleinere Fachbereiche, in zivilere Fachbereiche und dann allerdings mit steigender Erfahrung und steigenden Einsätzen dann in die High-Risk-Sparte zu wechseln. Das heißt, im Grunde kann jeder, der ein weitestgehend sauberes Führungszeugnis hat und dabei physisch und mental belastbar ist, bei uns einsteigen. Ein Job im Hochrisikobereich stellt man sich immer spektakulärer vor, als es tatsächlich ist. Tatsächlich ist es nicht so, dass jeden Tag eine Schießerei oder ein Bombenanschlag stattfindet, sehr tragisch, wenn es mal passiert. Aber statistisch gesehen passieren solche Anschläge auf Infrastruktur und Menschenleben relativ selten. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter, die tatsächlich seit Jahren dabei sind und fast durchgehend irgendwo mit kurzen Pausen im Auslandseinsatz waren, die noch nie eine Schießerei miterlebt haben und noch nie einen Bombenanschlag auch nur aus der Ferne gesehen haben, glücklicherweise. Ich weiß, dass wir tatsächlich noch in einer relativ primitiven Welt leben. Nichtsdestotrotz, trotz der ganzen technischen Errungenschaften, die, wenn man sie mal aufs Detail runterbricht, nichtsdestotrotz immer noch recht primitiv sind, auch wenn es die Außenhülle modern aussieht, aber ein Verbrennungsmotor ist sehr primitiv. Wie wir die ganze Elektronik, wie die funktioniert, alles noch relativ primitiv. Im Grunde einfach nur Metall, was Elektroteilchen in eine Falle lockt und dort festsetzt und das nennen wir ein Speichermedium. Es ist alles noch, wir sind noch in den Anfängen der Menschheit. Und ich lebe in einer Welt, in der meiner Meinung nach die Menschen kein Recht haben, sich gegenseitig mit dem Finger anzufassen. Ich glaube nicht, dass Menschen Anrecht auf Gewalt haben. Ich bin Krieger, aber nur, weil ich in diesem Beruf sehr gut bin. Aber ich hasse Krieg und ich würde sehr gern meinen Beruf verlieren. Ich würde sehr gern verstehen, dass es keinen Krieg mehr auf der Welt gibt, keine Gewalt mehr auf der Welt gibt und ich meinen Job los bin. Warum? Weil ich es mir zutraue, dass ich in anderen Berufen mindestens genauso gut sein kann wie in diesem Beruf. Aber solange ich in diesem Beruf einer der Besten bin, weiß ich, dass ich hier gebraucht werde. Und deswegen wechsle ich nicht. Meiner Meinung nach sollte es weder Kartelle noch Terrororganisationen noch irgendwas anderes geben. Ich glaube, wir sind eine große Welt. Und trotz der primitiven Technologie, die wir aktuell verwenden, mit steigendem technologischen Fortschritt werden wir weiter zusammenrücken. Und ich denke, das wird viele Probleme beheben. Ich denke, die Welt wird tatsächlich liberaler werden. Die Welt wird großen Kriegen, wahrscheinlich auch kleinen Kriegen, auf Wiedersehen sagen. Und ich denke, dass wir früher oder später in einer Welt enden werden, wo es eine große Weltwirtschaft gibt, eine große Weltwissenschaft und eine große internationale Familie verschiedener Völker. In welcher Welt es die Global AG nicht mehr gäbe? In der Welt, in der es keine Kartelle, Terrorvereinigungen und Gangsterstaaten mehr gibt. Ich möchte sehr gern diese Firma schließen. Ich würde sie liebend gern schließen oder auf zivile Bereiche umsatteln, komplett auf zivile Bereiche. Wenn wir diese Präzision und diese Qualität, die wir jetzt im Verteidigungsbereich anwenden, auf zivile Bereiche anwenden würden, dann würden wir dort
mit höchster Wahrscheinlichkeit relativ konkurrenzfrei sein. Wir würden zu einem Oligopol von Firmen gehören, die es sich leisten können, zu den Top 10% der Unternehmen in ihrem Bereich zu gehören. Und das war's. Das heißt, Global AG kann jederzeit umgesattelt werden auf zivile Zwecke. Und ich würde es liebend gern machen. Aber wenn ich die Nachrichten aufmache und mir anschaue, was abgeht weltweit, dann kann ich da nicht einfach nebenan stehen. Ich kann es nicht einfach zugucken. Und ich habe den Drang nach Handlung. Und das ist mit einer der Gründe, weshalb wir als Firma so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind. Und weshalb wir da sind und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. In 10 Jahren wird sich die Welt wahrscheinlich wenig verändern. Ich sehe die Global AG in 10 Jahren da, wo sie heute steht. Vielleicht mit einer besseren Auftragslage, mit neueren Fahrzeugen, mit neueren Kleinwaffen, mit neueren Beobachtungssystemen. Aber das war es auch schon. Also ich denke nicht, dass sich viel ändern wird in den nächsten Jahrzehnten. Problem ist, es gibt eine Inkonsequenz in der politischen Landschaft aktuell international. Auch Instanzen, auf die man sich traditionell verlassen konnte, westliche Instanzen, zeigen in letzter Zeit Entscheidungen, die sich zwischen den Perioden, zwischen den Regierungsperioden gegenseitig widersprechen und miteinander konfliktieren. Und das schafft ein instabiles internationales Klima. Wenn auf den Westen kein Verlass mehr ist, auf wen ist dann überhaupt noch Verlass? Und ich sehe, dass die Lage eigentlich nur noch nicht viel, aber einiges schlimmer wird. Wenn es uns nicht gäbe, würde die Welt es nicht bemerken. Wir sind zu klein, um einen großen Unterschied zu machen. Wir sind ein winzig kleines Zahnrad in einem gigantischen Mechanismus. Und wenn es dieses Zahnrad nicht gäbe, dann würde es ein anderes Zahnrad an dieser Stelle, in dieser Funktion geben, welches dieselbe Aufgabe wahrnehmen würde, bloß anders heißen würde und durch andere Leute ausgeführt werden würde. Wenn die Global AG von heute auf morgen verschwinden würde, die Welt würde es nicht bemerken. Der Arbeitstag geht normalerweise von 7 Uhr morgens und man hat Glück, wenn man um 12 Uhr nachts frei hat. Mein Handy fängt gegen 7:30 an zu klingeln und hört ungefähr, wenn ich Pech habe, um 2 Uhr nachts auf zu klingeln. Wir treffen hier das Problem, dass wenn es hier Nacht ist, ist in den USA Tag. Naja, und normaler Arbeitstag sieht so aus, dass man hat im Grunde einen Wochenplan, den man abarbeitet. Wir haben jeden Montag ein Meeting und wir machen einen Plan of Action, ein Concept of Operation, eine ConOps für die Woche aus. Und das Problem ist, dass auch nicht zuletzt durch die Corona-Krise viele Fristen einfach verzögert werden. Das heißt, man guckt immer als allererstes, was kann man vom Vortag, welche Verzögerung kann man vom Vortag heute noch schnell auffangen und welchen Punkt in diesem Wochenplan kann man ab dato weiter abarbeiten. Naja, und wenn man zum Sonntag hin alles runtergearbeitet hat, ja, wir haben so gut wie keine Wochenenden, Wochenende ist bei uns hier freiwillig, aber wenn man zum Sonntag hin alles runtergearbeitet hat, was man auf dem Wochenplan hatte, dann war man gut. Und wenn man es nicht alles runtergearbeitet hat, dann fällt halt auf die nächste Woche noch ein Segment aus dieser Woche. Das macht es alles nur schwieriger. Wir sind hier in der Ostukraine. Dnipro ist die letzte große Stadt, bevor es in das Gebiet der Spezialoperation, die früher ATO hieß, antiterroristische Operation. Mittlerweile ist es die Operation der Vereinten Truppengattungen, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Im Grunde Operation des Verbundes der Truppengattungen. Wir sind hier seit 2014. 2014 wurden wir hier rübergeholt von der damaligen Regierung. Uns gefiel die Sache, uns gefiel der Kurs, den die Ukraine einschlägt. Es ist ein Kurs, was ich jedem Land wünschen würde. Weg vom Sozialismus hin zum richtigen, zum tatsächlichen Kapitalismus, weg von der Korruption, hin zu einem freien Markt, in der jeder eine Chance hat und hin zu einem fairen politischen System, in dem man frei wählen kann, wen man möchte, hin zu einem juristischen System, in dem es für geringe Verstöße geringe Strafen und für hohe Verstöße dann hohe Strafen gibt und nicht für minimalen Verstoß maximale Sanktionen, wie es in Osteuropa oftmals der Fall ist, in einem System, hin zu einem System, in dem man gut und gerne lebt. Und wir sind sehr gerne ein Teil dessen. Natürlich gibt es hier einige Schwierigkeiten, natürlich ist das Ganze kein Zuckerspiel, aber mir gefällt der Prozess. Er erinnert mich ein bisschen an Berlin, als die Mauer gefallen ist. Da war ich noch sehr klein und ich erinnere mich an die Transformation der östlichen Teile Berlins. Wie man einige Gebäude gesehen hat, wo man sich gedacht hat, Alter, wie konnte man sowas hier hinbauen, schon als Kind, ne? Wo man sich denkt, das sieht doch grottenschlecht aus, obwohl man noch nichts von der Welt weiß. Man weiß, es sieht grottenschlecht aus. Und dann ist man einige Wochen später wieder mit dem Bus vorbeigefahren und man sieht völlig neue Häuser plötzlich. Das wurde abgerissen, neu gebaut, naja, nicht Wochen, Monate. Und ein ähnlicher Prozess, den sehe ich jetzt hier in der Ukraine. Die Infrastruktur wird wieder auf Vordermann gebracht, die Gesetzgebung wird modernisiert und das ist ein Prozess, der mir sehr gefällt und ich bin sehr gerne Teil dieses Prozesses. Gegen unsere Anwesenheit und den westlichen Kurs sind einige lokale Kräfte, das sind meistens
reichere Personen aus dem Umfeld von Oligarchen, aus dem Umfeld von Mafiabossen. Das sind alles Persönlichkeiten, die ihr Kapital und ihr Vermögen im Chaos der Post-Sowjetunion zusammen verdient haben, ich sag mal verdient in Anführungszeichen. Und diese Personen sind natürlich gegen einen westlichen Kurs, weil es einen Paradigmenwechsel bedeutet. Und sie sind sich nicht sicher, ob dann ihr Lebensstil, den sie sich über das Jahrzehnt des Chaos aufgebaut haben, ob er dann noch möglich sein wird und in dem Umfeld lebbar sein wird. Aktuell ist die Global AG auf 3 Kontinenten in 5 Ländern vertreten. Ist einmal Israel, ist einmal Mexiko, ist einmal der Irak, ist einmal die Ukraine. Und in Deutschland haben wir Recruiting und einen Verwaltungssitz. Unsere Mitarbeiter kommen aus aller Welt. Wir haben Mitarbeiter aus islamischen Ländern, wir haben Mitarbeiter aus afrikanischen Ländern, wir haben Mitarbeiter aus den USA, aus Zentraleuropa. Wir haben Mitarbeiter aus Russland, aus der Ukraine. Wenn die Mitarbeiter mental zu uns und zu dem Kurs, auf dem wir uns bewegen, passen, nehmen wir Mitarbeiter aus jedem Land auf. Wichtig ist nur, dass wir uns dieser Mitarbeiter sicher sind, damit kein Informationsabfluss der kritischen Informationen, die für unsere Mission oder auch für Missionen, mit denen wir zusammenarbeiten, wichtig ist, an gegnerische Parteien stattfindet. Das heißt, ja, wir arbeiten auch mit Russen zusammen, obwohl wir hier in der Ukraine ja eine andere Partei vertreten. Allerdings sind das dann Russen, die sind schon lange im Westen, die leben in Belgien, in Deutschland, in Frankreich. Es gab konkrete Gründe ihrer Zeit, weshalb sie Russland verlassen haben. Und sie sind aktuell westlicher als östlicher. Und entsprechend dessen, solche Mitarbeiter akzeptieren wir dann natürlich auch. Das wäre für mich nicht beleidigend. Wir selber sind allerdings keine Söldner, aber es gibt ganz klipp und klare Regelungen und rote Linien, ab wann jemand zum Söldner wird. Wenn man aktive Aufgaben wahrnimmt, quasi militärische Aufgaben wahrnimmt, also die Erkämpfung von Gebieten, die Bombardierung, Gott bewahre, den aktiven direkten Angriff, ist das Söldnerei. Wenn man passive Aufgaben wahrnimmt, also den Schutz von Objekten, den Schutz eines Konvois, den Schutz von Personen, dann ist das private Sicherheit und keine Söldnerei. Sobald man in die Nische eines offiziellen Militärs eintritt, aktive Aufgaben, ist es Söldnerei. Wenn man das offizielle Militär mit passiven Aufgaben unterstützt und entlastet, Aufgaben, für die sie normalerweise eigenes Personal aufbringen müssten, aber wo sie dieses Personal besser einsetzen können für die aktiven Aufgaben, ist es private Sicherheit. Ein Job bei der Global AG wird keinen zum Millionär machen. Es sind keine Unsummen, die hier verdient werden. Es sind Unsummen, die an Umsatz gemacht werden, ja. Aber es liegt einfach nur daran, dass Militärtechnik einen Haufen Geld kostet. In der Entwicklung, in der Logistik, in der Instandsetzung. Der Mitarbeiter selbst verdient hier um die 200 bis 250 Euro Tagesgage. Team Leading Personnel kann sich bis zu einer 100-Euro-Stunde hocharbeiten. Im Bereich Personenschutz, das ist die Königsklasse, weil hier Leib und Leben und nicht Sachwerte beschützt werden, kann eine Schicht, eine 12-Stunden-Schicht, sage und schreibe, 550 Euro maximal einbringen. Das heißt, wenn hier jemand 550 Euro am Tag verdient, riskiert er Leib und Leben, kann sich allerdings zum Ende des Jahres noch vor Abzug aller Kosten trotzdem keine AMG S-Klasse leisten. Also das ist hier kein Job, mit dem man super reich wird. Die private Sicherheitsbranche ist eine Branche der Exzentriker, müssen wir uns nichts vormachen. Leute, die einfach nur einen sicheren Hafen suchen, gehen zur Polizei oder zum Militär. Es sind meistens Leute, die sind genauso motiviert wie ich. Die haben die Motivation dessen, dass sie gerne in dieser Welt positiv mitwirken möchten. Naja, und mitwirken kann man am allereinfachsten und am allerbesten im operativen Bereich, indem man tatsächlich physisch vor Ort die Interessen der westlichen Welt und damit der freien Welt sichert. Auch außerhalb von Zusammenstößen gibt es immer wieder lustige Geschichten, die passieren. Zusammenstöße sind natürlich etwas, was man den Kindern definitiv erzählen wird und den Enkeln. Aber wir hoffen ja immer, dass der Tag ohne Zusammenstoß zu Ende geht. Aber auch außerhalb von Zusammenstößen gibt es immer lustige Geschichten, die passieren, gibt es immer erzählenswerte Geschichten. Das erste halbe Jahr über ist es ein aufregender Job. Vielleicht das erste Jahr über, je nachdem, wie impulsresistent derjenige ist. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es ein Job wie jeder andere. Je nachdem, welchen Mitarbeiter Sie fragen werden, werden Sie verschiedene Antworten erhalten. Mir persönlich macht die Arbeit dann Spaß, wenn um mich herum viel schweres Stahl ist und ich Pulver rieche. Nicht, weil ich auf Krieg oder auf Ballerei stehe, sondern einfach nur, weil mich das Ganze beeindruckt, wie Metall und Feuer so zusammenarbeiten können, dass ein solches Resultat dabei rumkommt. Hochpräzise Ballistik schwerer metallischer Gegenstände, die mit Überschallgeschwindigkeit plötzlich beschleunigt werden, irgendwo zentimeterpräzise nach 2 Kilometern Flug einschlagen. Das ist einfach aus der wissenschaftlichen, aus der technologischen Sicht ist das für mich hochgradig spannend. Wenn man das Ganze die ganze Zeit live erlebt, dann ist das natürlich ein hochgradig spannender Job. Der Job ist fast durchgehend langweilig.
Also ich weiß nicht, für mich persönlich ist der Job fast durchgehend langweilig. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich schon im Grunde wahrscheinlich alles gesehen habe, was man sehen konnte in dem Job. Und man mich recht schwer beeindrucken kann mit irgendwas. Also wenn hier jetzt ein 12x12 Radpanzer mit einer 150mm Kanone ankommt, dann sieht das erstmal geil aus und bla bla, aber es ist jetzt nichts, wo du mich länger als 15 Minuten mit bei der Stange hältst. Der Job verändert einen dahingehend, dass man mental gefestigter ist. Man ist, je nachdem, wie im privaten Umfeld die Einstellungen sind, ist man entweder mehr respektiert oder weniger respektiert. Es ist kein neutraler Job, wo man, egal ob man den macht oder nicht macht, vom Umfeld neutral angesehen wird, sondern jeder hat eine Meinung dazu. Und entsprechend ist es so, dass die einen, die eine positive Meinung zum Bereich Verteidigung haben und zum Bereich Privatsicherheit haben, einen dadurch mehr respektieren. Die anderen, die negative Meinungen in die Richtung haben, respektieren einen weniger. Und das heißt, das ist eins, was man beachten muss, je nachdem, welches familiäre Umfeld man hat. Man selbst ist dadurch mental gefestigter durch den ganzen Job. Man selbst ist konfliktrobuster und stressresistenter. Das heißt zum Beispiel, eine Selbstverteidigungssituation, sollte diese irgendwann mal eintreffen, wird another day in the office sein. Und Sachen wie zum Beispiel schwere Unfälle, Gott bewahre, falls die mal passieren, ist nichts, was einen aus der Fassung bringt. Der Anblick von Verletzungen bringt einen nicht aus der Fassung. Man ist die ganze Zeit online zu 100%. Man macht einfach nur das, was man tun muss, um zu helfen. Und das ist natürlich ein sehr positiver Aspekt, dass man nicht erstarrt, egal ob es um eine Selbstverteidigung geht oder ob es um Nothilfe für Dritte geht oder ob es um Erste Hilfe geht. Man stumpft ein Stück ab, was allerdings gut ist, weil man dadurch sich auf den Prozess an sich konzentrieren kann, wenn man irgendwo am Helfen ist. Was Ausbildung und Ausrüstung unserer Mitarbeiter angeht, streben wir natürlich die Konkurrenzfreiheit an. Das heißt, wir möchten konkurrenzlos gut ausgebildete und ausgerüstete Mitarbeiter haben. Und da sind wir gerade ganz gut mit, aufgrund dessen, dass wir verschiedene Ausrüstungsgegenstände, wiederum wie das Next Level Body Armor System und die in zukünftig geführte Langwaffe, die Universal Self-Loading Plattform, selber entwickeln. Der Truppenübungsplatz, auf den wir morgen gehen, der ist ja mehrere Quadratkilometer groß. Den haben wir damals zusammen mit aufgebaut, zusammen mit einigen ukrainischen Bataillonen. Es sind aktuell drei Kommandeure von freiwilligen Bataillonen daran beteiligt und wir als Global AG. Und wir teilen uns diesen Truppenübungsplatz zum Testieren von unseren Panzerfahrzeugen und zur Fortbildung unserer Mitarbeiter. Ich kann ein paar Beispiele nennen. Es kommt ja immer darauf an, in welchem Bereich der Mitarbeiter fortgebildet wird. Aber im Bereich Personenschutz zum Beispiel haben wir aufgrund dessen, dass wir verschiedenes technisches Gerät und verschiedene Strategien selbst entwickelt haben, haben wir wahrscheinlich konkurrenzfrei gut ausgebildete Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter werden nicht nur im Nahbereich ausgebildet, was eigentlich ja die Close Protection abdecken soll. Close Protection, Nahbereichschutz. Unsere Mitarbeiter sind allerdings auch in der Erkennung und in der Abwehr von Giftstoffen, in der Erkennung und der Abwehr von IEDs und Mörserattacken, in der Erkennung und der Abwehr von Präzisionsschützen geschult. Das heißt, verschiedenes technisches Gerät erkennt die Anwesenheit eines Präzisionsschützen und es gibt verschiedene Gegenmaßnahmen, teilweise unsererseits entwickelt, teilweise von anderen Spezialeinheiten abgeguckt. Und dasselbe für einen Mörser, ein Rucksackradar, welches frühzeitig vorwarnt, dass eine Mörsergranate am Ankommen ist und man also Panzerungsmöglichkeiten hat, Taschen, die plötzlich zu einem ballistischen Schild werden, eine Palisade bildet und dann vor den Splittern des Mörsers geschützt ist. Mein Name ist Alexander Jag, bin 32 Jahre alt, bin der Head of Office für die Global AG hier in der Ukraine. Ja gut, der Kaffee im Headquarter, ich trinke leider keinen Kaffee. Energy Drink und dann geht's los. Meine Vision, haben sie gefragt.